Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Nachdem wir in der letzten Folge uns nur um Transfers und Verträge und was weiß ich was gekümmert haben, haben wir jetzt unsere Mannschaft, glaube ich, soweit gut gepimpt, haben uns ein bisschen von Spielern getrennt, haben aber auch aufgerüstet. Und jetzt ein ganz, ganz schweres Spiel steht bevor, ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Und Gnabry möchte unbedingt spielen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann werde ich auch mal hier nochmal wechseln und werde mal Augustinsson bringen. Das heißt, dann haben wir mit Benzia und Augustinsson schon mal neue Spieler auf jeden Fall gleich von Anfang an auf dem Platz. Und wir haben ja auch noch Kalulu auf der Bank letztendlich. Wir schauen. Gnabry. Das Bild ist leider nicht mehr ganz aktuell. Er hat sich ja seine Goldlöckchen abgeschäft. Und ist jetzt dabei, die Haare lässt er jetzt quasi am Kinnbart wachsen. Ein bisschen wie Kratos. Wer Kratos kennt. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Partie. Wir freuen uns, diese Partie für Sie begleiten zu dürfen. Und ich freue mich auch. Endlich ist der Winter anscheinend vorbei. Gegen Borussia Dortmund. Der Ball ist auch in Ordnung. Werder Bremen. Da Matteo gerade seinen Vertrag verbessert, nicht verlängert, aber verbessert. Und der 6:0 war natürlich der Hammer. Da dürfte es der heutige Gegner recht schwer haben. Ja, ich bin gespannt. Also Dortmund auf jeden Fall kein einfacher Gegner. Wobei auf Platz 9. Naja, man soll sie nicht unterschätzen. Angespannt sind sie auf jeden Fall. Wir haben schon mal hier die Bäckerfaust. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft sehr schön heute ins Spiel geht. Mit Augustinsson, mit Benzia. Zwei neue Spieler auf jeden Fall schon in der Anfangsformation. Wir haben Mbappé, der zuletzt richtig gute Leistung gebracht hat. Einen ganz gefährlichen Max Kruse, unser Topscorer. Und letztendlich mit Fritzi und Delaney ein super defensives Mittelfeld, die dann hoffentlich viel Angriffe von den Dortmundern gleich im Keim ersticken lassen. Und hinten in der Abwehr, wie gesagt, mit Sané und mit Theo Gebrselassie, zwei gestandene Spieler. Und mal sehen, wie sich Augustinsson schlägt. Bin ich mal gespannt. Es wird nicht einfach. Mittelfeld kommen. Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Auf geht's. Let's do this. Zur Abseitsfalle oder Druck. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Ja, was erwarten wir? Wir wollen natürlich hier auf Sieg spielen. Und wir müssen einfach unsere Linie treu bleiben. Fritzi lässt sich den Ball klauen. Mbappé schön aufgepasst. Amiri. Auf Delaney. Oh, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Nicht zwingend genug, den hält er sicher. So, Binder. Binder. War doch Binder. Guerrero. Kennt ihr eigentlich noch Binder von Futurama? Diesen. Muss immer, wenn ich Binder höre, muss ich mal an diesen Roboter denken. Der ist auch Binder. Dieser perverse Roboter. So, Sahin. Auf Reus. Oh, nicht gut. Sané geht dazwischen. Und da verlieren sie den Ball. Mbappé. Auf Fritzi. Amiri. Das war nicht gut. Fairer Einsatz hier. Oh, Amiri verletzt, oder was? Das fehlt mir auch noch. Defensive wow. Ist gut organisiert. Wow. Da geht er nur schwer durch. Schön. Da geht er dazwischen. Fritzi. Ah, was macht Fritzi denn hier? Nun Kruse. Oh, was ein Pass, ey. So, Benzia, da haben wir den neuen Mann. Spielt auf Nummer sicher. Da haben wir Kruse. Lässt sich den Ball abluchsen von Rode. Das könnte gefährlich werden. Oh, guck dir das an, guck dir das an. Das. Hui. Da haben wir das Glück, dass Theo da auf jeden Fall seinen Schlappen noch hinhalten konnte. Das hätte böse enden können. Was unorthodoxe Ecke. So, jetzt macht was draus. Ruhiger Spielaufbau. Oh. Reus. Auf Sahin. Oh, oh, oh. Gut vom Schiedsrichter. Nein, 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 nein. Oh. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Was ist das denn? Jetzt gibt's Eckball für den BVB. Wofür?
Es wird ein ewiges Geheimnis bleiben. Oh, ey, Drotny. Ganz schön Hickhack hier. So, da hatten wir mal den neuen Augustinsson. Das war scheiße. Benzia. Fritzi behauptet hier den Ball und spielt ihn gleich zum Gegner. Alles ein bisschen fehlerbehaftet bei uns. Und momentan die besseren Aktionen noch bei Dortmund, muss man ganz klar sagen. Nutzen wirklich die Räume komplett aus. Schön von Sané. Oh, schön. Kruse. Oh. Richtig gut gemacht. Da hat auch nicht so viel gefehlt. So. Bender. Dortmund kommt. Wir können stören mit Amiri. Oh, der Delaney verliert den Ball. Aber Amiri ist noch einsatzbereit. Oh, wieder diese Fehlpässe. Also das ist das, was ich meine. Also heute sind unglaublich viele Fehlpässe. Ungenaues Spiel. Wir stehen nicht gut in der Abwehr. Zweikampf geht auch so halbwegs. Wird das eine Torchance? Jetzt bisschen Ruhe reinbringen. Der Gegner hat den Ball. Und der Ball ist wieder weg. Jetzt haben sie den Ball. So. Die vermeintlich einfachen Spiele, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das hier ein einfaches war, aber von der Tabelle ausgegangen. Neunter Dortmund relativ enttäuschend. Oh, ist da viel Platz für Schürrle. Oh! Jesus, da haben wir Glück gehabt, dass hier Bobadilla, weil das glaube ich nicht rangekommen ist. Guck dir das an, was sind das denn für Spiele? Aber gut, Benzia, der kann sich auch noch nicht so richtig, letztendlich einfinden. Das ist also das erste Spiel mit den neuen Kollegen. Da müssen wir so ein bisschen, glaube ich, auch Verständnis haben. Gnabry. Sané. Oh, guck dir das an, ey. Boah, das war allerdings gut auf Fritzi. Boah, ist der lahmarschig. Oder Pisscheck ist so schnell. Ich muss mal husten. Tut mir leid. Wenigstens das. Benzia! Ah, nicht richtig getroffen. Entschuldigung für diesen kleinen Huster. Aber auch das passiert. Jetzt vielleicht der BVB. Ja, gibt das Abstoß oder Ecke? Abstoß. Okay, die erste Halbzeit ist vorbei. Würde ich mal sagen. Kein schönes Spiel. Absolut nicht. Was Au! Schön die Beine bereit gemacht. Da hat er noch was davon. So, Bappe auch heute im Schatten seiner selbst. Ja, das war's. Und der Kommentator hat schon richtig kommentiert. Das war eine erste Halbzeit, wo noch viel Luft nach oben ist. Da müssen wir auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit besser funktionieren, vor allen Dingen. So, Bayern 1-0 gegen Freiburg, das war klar. Wechseln. Nehmen wir mal Theo raus. Dann bringen wir für Bauer. Der kann auch Rechtsverteidiger spielen. Einfach nur, weil er schon vorbestraft ist. Vorbestraft. Jetzt kommt die Auswechslung. Der verwarnte Spieler muss. Und ist ja so ein bisschen noch wie Real Life. Da ist im Prinzip auch Bauer letztendlich gesetzt im Moment auf der Seite. Und Theo sitzt auf der Bank. So, den hat unser Torwart. Für den Torwart. Auf Bappe. Hat bis jetzt noch nichts Großartiges gezeigt. Benzia behauptet den Ball. Hat das schön gemacht. Jetzt Bappe. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Kruse kann den Ball hoffentlich behaupten. Delaney, Benzia, Tor! Das ist ein Einstand nach Maß, oder? Erstes Spiel für einen neuen Verein, Heimspiel,
gegen einen wichtigen Gegner, gegen einen schweren Gegner. Und dann machst du auch noch das 1-0. Besser kann es, glaube ich, gar nicht laufen. Schön gemacht. Und da der Benzia stand auf einmal ganz allein vom Torwart und behält hier diesmal die Ruhe und den kühlen Kopf und haut die Pille rein. 1-0 gegen Dortmund. Da haben wir ihn. Yassin Benzia. So. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Boah, schön geklaut von Amiri. Habt ihr das gesehen? Jetzt wird's gefährlich. Das war allerdings nicht so gut. Scheint so, dass die Dortmunder wechseln wollen. So, schön bedrängt. Oh, was war jetzt das denn? Bauer. Auf die Delaney. Fritzi. Auf Benzia. Oh! Hätte er, glaube ich, sogar noch abgeben können auf Amiri. Aber haben wir nicht gemacht. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Jetzt nicht in den Konter laufen. Schürrle. Bobadilla. 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 Boah, zusammen. Oh nein, du bleibst sogar Sieger. Schürrle. No! Sind wir für Sie mit dabei. Schön gestört von Bauer. Das hat er gut gemacht. Und der Ball ist wieder weg. Bauer spielt den Ball einfach mal ins Aus. Schnell ausgeführt, dieser Einwurf. So, Vorsicht jetzt. Schürrle. Schön von Bappe. Das war eine richtig gute Aktion. Geh, Junge, geh. Geh. Boah, guck mal, wie weit der hier laufen kann. Oh, hätte der Amiri direkt schießen müssen. Wie weit ist denn da Bappe gelaufen? Aus der ganz eigenen Hälfte vom Elfmeterraum, ne? Muss Einwurf geben. So, 64. Minute. Wir müssen uns so langsam auch mal mit eventuellen Auswechslungen letztendlich dann beschäftigen. Das war gut. Benzia. Amiri. So wird das nix mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Okay, das war jetzt gar nicht so schlecht, aber auch senseless eigentlich. Hoffentlich rächt sich das nicht. Wäre der Ball jetzt ins Aus gegangen. Oh, Bobadilla, aber der ist alleine. Oh. Oh, no. Nein, was ist denn das? Marco Reus. Guck mal, wann war gar keine Spieler mehr da? Oh, das war ganz, ganz schlecht verteidigt. Ganz, ganz schlecht. Und dann fängst du dir natürlich auch bei solchen hochkarätigen Gegnern, fängst du dir ein Tor ein. Und somit steht es 1-1. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. So, Fritzi. Ärgerlich, ey. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Und das wäre ihm das Gegentor wahrscheinlich nicht gekommen, hätten wir diesen Ball, der eben quasi ins Aus eigentlich gegangen wäre und es hätte Abstoß gegeben, hätten wir den einfach ausgehen lassen. Aber nein, dadurch ist quasi dieser Konter letztendlich entstanden. Naja, kann man nicht ändern. So, wir bringen Hajrovic mal für Fritzi, beziehungsweise stellen hier so ein bisschen um. Kruse. Ich glaube, wir nehmen mal Benzia raus und bringen dafür mal Kalulu. Muss ich mir noch dran gewöhnen. Kalulu. So, ein kleiner Flitzer, der könnte eventuell noch was bringen. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. So, wo ist der denn, der Kleine? Ah, hier vorne, da ist er rechts. Der Kleine. Oh! Schöner Kopfball von Sané dürfte das gewesen sein. So, noch sind wir im Ballbesitz. Amiri. Auf Kalulu. Kalulu. Oh! Wieder Sané. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt könnte der Pass kommen. Hajrovic. Auf Delaney. Amiri. Oh! Jetzt häufen sich aber die Chancen für uns.
Ich glaube, wir wechseln nochmal. Wen bringen wir denn mal? Amiri geht. Ach nee, wir können gar nicht. Ah, damn it, damn it. Dann werden wir mal so ein bisschen verschieben. Amiri geht mal ein bisschen weiter zurück. Und Hajrovic darf mal zentraloffensiv spielen. Macht er gut hier. Oh, was hast du denn? Verletzt? Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Verletzung. Nein, also kann ich auswechseln. Der Borussia nicht reichen. Sie müssen jetzt mehr investieren. Okay, aufpassen, Leute. Konter. Kontermöglichkeit. Schürrle jetzt. Sehr schön. Da trennt er ihn vom Ball. Und jetzt haben sie den Bappe. Ball. Der aktuelle Spieler. Oh, schade. Das war wieder Kalulu. Mit wem sie es als nächstes zu tun bekommen. Der kommende Gegner Tja, der auf, er heißt Bayern. Ich wollte gerade sagen, schön geklaut. Mehr kommen, ja, das dürfte Augustinsson haben. Ja, was können wir zu den neuen Leuten sagen? Augustinsson hat sich jetzt ganz gut eingefunden, glaube ich. Und Sturm, Benzia hat sein Tor gemacht. Kalulu, mein Gott. Nicht verkehrt. Kommt Hajrovic hier durch. Elfmeter! Ey, das war ein Elfer. Kalulu, verdammt. Ja, müssen wir sehen. Bis jetzt hat er einen ganz guten Schuss gezeigt. Was für ein Heckmeck. Kalulu! Sie stehen hier natürlich unter Druck, deshalb vielleicht auch. Ja, auf jeden Fall scheint er ganz tricky zu sein, der junge Mann. Und es wird ja wohl beim 1:1 bleiben, sag ich ja mal, in der 90. Minute. Ja, war ein hartes Spiel. Mehr war aber auch dann einfach nicht drin. Nach einer verkorksten ersten Halbzeit haben wir dann in der zweiten Halbzeit dann doch ein bisschen besser gespielt und haben auch gute Chancen gehabt eigentlich. Hier haben wir wieder Kalulu. Ich muss den Namen üben. Ah, verdammt, der hat schnell spielen. Das war's. Ja, letztendlich, mehr war einfach nicht drin. Dortmund hat sehr, sehr gut gespielt, gut dagegen gehalten. Und wir können von Glück reden, dass wir hier mit 1:1 eigentlich ganz, ganz fair letztendlich aus der Partie kommen. Ja, letztendlich war spannend und ich bin ebenso gespannt, wie es jetzt weitergeht mit dem nächsten Gegner und wie sich die neuen zeigen werden. Aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.